Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich werde erst mal Frühstück machen und Franzi erzählt euch alles andere noch. Ja, also hallo und herzlich willkommen. Machst du nicht Frühstück? Doch. Machst du mir auf? Wir sind immer noch auf Fototour für unsere Kalender. Und vielleicht habt ihr das vorherige Video gesehen. Wir waren in Büsum und in St. Peter-Ording. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Dänemark und wir sind hier gerade noch auf einem schönen Parkplatz im Grünen. Da machen wir uns jetzt Frühstück und werden vielleicht duschen und noch was? Weiterfahren. Weiterfahren. Oder eine Runde schwimmen gehen. Oder eine Runde schwimmen gehen. Okay, wir lassen uns überraschen, ihr euch auch, wie immer, ne? Und bis gleich. Ich zeige euch mal hier den Platz. Da hinten sind auch noch Camper. Und was das Gute an dem Platz ist, hier ist nämlich ein Schwimmbad und da kann man auch die Duschen mit benutzen. Sehr, sehr cool. Wir gehen jetzt doch erstmal zur Dusche. Frühstück muss noch ein bisschen warten. Auf geht's. Sehr gut. Weil bevor wir jetzt gewartet hätten und erstmal gefrühstückt hätten, dann wären die ganzen Camper wach geworden und dann ist hier bestimmt Andrang. Oh, oh. Deswegen beeilen wir uns jetzt. Und nach dem Duschen ist Frühstückszeit. Lasst euch mal überraschen, was wir uns jetzt gleich machen. Ihr seht schon unseren Grill. Wir haben hier so Pizzateile gekauft und haben die einfach jetzt mal hier auf den Grill gelegt. Die sind eigentlich gefroren. Die haben wir uns gestern Abend geholt noch und wollten das einfach mal testen. Wir wissen noch gar nicht, ob es schmeckt und ob es funktioniert, weil die offen sind an der einen Seite. Aber das sieht gut aus bisher. Und wenn David gerade hier noch weiter unser Frühstück vorbereitet, mache ich mich hier weiter an unsere Fotos dran. Wir haben ja heute Morgen den Sonnenaufgang in St. Peter-Ording fotografiert. Und da geht's jetzt weiter. Mir ist gerade aufgefallen, dass noch voll früh ist. Also wir haben jetzt 20 nach 9. Also heute haben wir schon einiges hier gemacht. Gestern nach dem Sonnenaufgang hatten wir ja nochmal uns hingelegt und geschlafen. Heute vorhin waren wir eigentlich auch müde, dachten wir legen uns auch noch mal hin, aber jetzt sind wir irgendwie fit. Und bisher sind wir wach. Wahrscheinlich legen wir uns dann heute Mittag noch mal hin. Weil es schon krass immer Sonnenuntergang um 22 Uhr und Sonnenaufgang dann um 5 Uhr. Heißt, wir haben nicht so viel Schlaf. Und schaut mal, Essen ist fertig. Na, warte, jetzt. Oh. Sieht ganz gut aus, riecht auch ganz gut. Jetzt muss es nur noch schmecken. Mega. Du darfst zuerst. Ich bin das Versuchskaninchen. Nein. Na dann, probiere ich doch mal. Oh, das ist noch heiß. Ich probiere es gleich. Erstmal ein bisschen abkühlen lassen hier. Jetzt isst mein Mann doch als erstes. Man sieht dich gar nicht, du bist ganz dunkel. Und wie schmeckt's? Hm? Ist okay. Gut? Ich probiere auch gleich mal, aber mir ist es noch ein bisschen zu heiß. Ja. Kalt, aber kalt kann man ein bisschen auch essen, gut. Ja, ich will es ja nicht kalt essen. Ja. Dann lass dir mal schmecken. Also ist wirklich ganz gut. Pizza zum Frühstück hat auch was. Können wir eigentlich öfters machen. Wir haben jetzt zusammengeräumt und jetzt geht es direkt weiter nach Dänemark. Unser erster Stop ist dort Rømø und da zeigen wir euch wieder ein paar Einblicke. Solche coolen Plätze mit Dusche findet ihr übrigens über die App Park4Night, also da schauen wir ganz oft. Da könnt ihr angeben, was ihr sucht, also könnt ihr Dusche angeben, Toilette angeben und alles mögliche. Man muss natürlich rumsuchen, ne? Das ist klar, aber es sind ein paar coole dabei. Wir müssen mal einen kurzen Zwischenhalt machen. Haben wir gerade von der Straße aus gesehen. Oh, süß.
süß. Da vorne sind noch mehr. Kurzer Zwischenstopp hier bei Lidl. Wir laden nebenbei und machen uns eben ein paar Brote. Dänemark, willkommen! Hier in Dänemark angekommen und das ist Rømø, eine sehr schöne kleine Insel, und wir zeigen euch jetzt mal ein paar Einblicke. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know, man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can't find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Wir sind jetzt einmal zum Strand gefahren. Es ist sehr windig, aber David versucht sich gerade einen Kaffee kochen. Abends um kurz vor 7, aber egal. Und ich arbeite jetzt noch ein bisschen und genieße hier die schöne Aussicht. Jetzt war ich zu spät. Es hat die ganze Zeit gewackelt und jetzt ist es ein bisschen zugeklappt. Hast alles im Griff? Hast alles im Griff oder brauchst du Hilfe? Nö, passt schon. Okay. Leute, ich sag euch was. Die sind richtig geil. Vor allem sind sie leer. Das ist nicht nett. Und ich wollte auch noch welche haben. Mm.
Oh, gemein. Nicht nett. Ja, ich hatte auch welche, ich weiß. Und ansonsten haben wir hier hinten nicht mehr so viel. Der zieht sich die jetzt rein. Ey, das ist einfach ein geiler Snack für zwischendurch. Die sind richtig... Sind jetzt nur noch Krümel drin. Ja, aber die sind richtig knusprig. Das sind so, ja, vakuumgetrocknete Früchte. Sehr cool. Und jetzt esse ich Nüsse oder so. Oder Gurke haben wir auch noch. Ey, wir müssen die Gurke noch essen. Und hier Tomate. Reiswaffeln haben wir auch noch. Was sagen Sie dazu? Nicht schon wieder. Ich nehme die Krümel hier. Okay, viel Spaß. Danke an Nick und Diana an der Stelle, die uns auf die Mandarine gebracht haben. Richtig gut. Komm schon. Ja, ich muss jetzt die Nüsse essen. Die ganze Zeit am Film. Nicht heimlich. Nett? Nein, überhaupt nicht nett. Habe ich auch nicht gesagt, dass es nett ist. Kriegst du wieder. Aber was auch noch geil ist für unterwegs, Datteln. Doch, wirklich, Datteln esse ich auch mal wieder. Kannst du ja einfach mal zwischendurch so reinsnacken. Ist richtig gut. Wieder ein paar Kilometer weiter. Ihr seht es hier im Hintergrund. Wir sind jetzt am Supercharger, laden ein bisschen. Wir sind jetzt von Röme schon runtergefahren, ihr habt es gesehen. Und wir haben einen schönen Tag dort verbracht. Also wir haben uns alles Mögliche mal wieder angeschaut. Aber die Insel ist ja auch nicht ganz so groß, Also man schafft es locker. Und man kann da auch super auch mal ein paar Tage mehr verbringen. Also man hat da eigentlich alles, was man braucht. Ja. Ganz schön da. Und der Sonnenuntergang war auch sehr schön. Da haben wir wieder ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Und wenn wir jetzt gleich fertig geladen haben, dann geht es weiter nach Blavand. Denn da geht es morgen wieder weiter mit den nächsten Fotos. Also da machen wir direkt natürlich wieder den Sonnenaufgang. Und ich glaube, also wenn wir hier vollgeladen haben, machen wir noch mal irgendwas. Du wolltest noch was essen, ne? Ich bin viel zu müde. Am liebsten will ich jetzt schlafen erstmal. Ja, oder du isst jetzt was. Während wir laden ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, ihr merkt schon, wir gehen dann direkt ins Bett, glaube ich. Wir fahren jetzt noch nach Blavand und dann suchen wir uns einen Schlafplatz und dann können wir 4 Stunden schlafen oder so. 40 Minuten. 40 Minuten, ja, kann ich auch gleich fahren. Dann kannst du schon schlafen. Oh. Ja, mal gucken. Also wir haben jetzt 11 Uhr, dann noch 40 Minuten. Also wir müssen jetzt erst noch ein bisschen laden, okay. Also es wird wirklich ein bisschen später heute. Wir haben heute nicht geschlafen. Nee, wir waren heute richtig fit, Tag über. Oder? Wir waren den ganzen Tag über fit. Wir haben nicht geschlafen. Das sah gestern noch ganz anders aus. Oder vorgestern. Wir waren richtig fertig. Also wenn ihr das vorherige Video gesehen habt, dann wisst ihr, was wir meinen. Wir haben nur geschlafen gefühlt. Das stimmt. Ja. Na gut, sollen wir dann schon gute Nacht sagen? Ja, würde ich sagen. Ja. Dann sehen wir uns gleich. Weil sonst seht ihr ihn heute nur noch halb schlafend. Dann sagen wir jetzt schon mal gute Nacht. Und hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Morgen. Wir haben schon spät. 20 nach 5. Oh, geschlossene Gesellschaft.
uns gibt's jetzt Kaffee. Kaffee. Wir müssen mal schauen, ne? Gehen wir noch Brot, Müsli. Ja, wir suchen uns gleich was. Nasi? Guten Tag. Wo kommen Sie her? Vom Strand. Ich muss mich ein bisschen ausruhen. Oh Mann. Schlafen? Ja. Aber Kaffee trinken und schlafen ist nicht gut, oder? Erstmal noch... Oder wird nicht funktionieren, sag ich mal so. Doch. Erstmal noch dahinter fahren zu dem anderen Strand. Und danach schlafen, wenn es ein bisschen... Weil es soll ja gleich zuziehen auch. Also ich will jetzt gerade nicht mehr schlafen. Vorhin war ich müde. Du kannst ja wach bleiben, ist ja wurscht. Nee, ich fahre so lange rum. Hier in der Gegend rumfahren. Da kann ich nicht schlafen. Das weiß ich nicht. Wenn du müde bist, da kannst du immer schlafen. Oh, geht so. Komm, frühstücken. Hier haben wir noch Brot aus Deutschland. Aufstrich. Und Kaffee. Wir haben uns wieder im Auto verkrochen und ja, unsere 4 Stunden Schlaf hinterlassen ihre Spuren. Also gestern waren wir richtig fit, aber heute sieht die ganze Sache schon wieder anders aus. Wir sind jetzt durch mit Fotos und wir legen uns jetzt erstmal hin und schlafen eine Runde. Wir sehen uns bis gleich. Gute Nacht. So, da sind wir wieder um 14.22 Uhr. Muss die Kamera anmachen. Wir machen uns jetzt erstmal was zu essen. Wir haben Hunger. Eigentlich habe ich noch Lust auf einen Kaffee. Aber wir warten erstmal ab, was mit dem Regen ist. Ob der jetzt kommt oder ob der. Ja. Ob das ein Fehlalarm ist. Es fängt nämlich gerade an zu tröpfeln. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Es gibt Salat. Endlich mal wieder. Wir haben die ganze Zeit immer die Tomate und die Gurke einfach so gegessen. Wir hätten keinen Bock, uns einen Salat zu machen. Aber jetzt wird es mal wieder Zeit hier. Der sieht richtig gut aus. Und der Fisch obendrauf hat über 2000 Kilometer hinter sich jetzt. Stimmt. Das war Spanien noch. Ja. Haben wir noch gebunkert hier. Achso, und der Thunfisch auch, ne? Oder? Ja, der Thunfisch auch. Genau. Ja. Ich habe jetzt gerade schon mal hier ein paar Fotos von Röme gestern runtergezogen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Auswahl. Also der Sonnenuntergang, der war schon ziemlich cool. Da freue ich mich drauf. Wir haben jetzt unseren Salat fertig gegessen und dann haben wir uns noch ein paar Stunden ausgeruht. Und gearbeitet haben wir auch noch. Also wir haben ein bisschen jetzt dieses, seht ihr es? Das graue Wetter überbrückt. Ja, jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen rumfahren. Gleich wollen wir uns auch noch mal was zu essen machen. Und wir nehmen euch natürlich mit. Bis gleich. Die Toilettensituation hier im Blavant ist übrigens besser als auf Röme. Also hier im Blavant hast du überall öffentliche Toiletten rumstehen. Auf Röme zwar auch, aber das sind eher so, ja, wie so Dixies. Das sind zwar feste Toiletten, aber du kannst halt reingucken und du siehst alles. Also ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch nur die falschen Toiletten dort erwischt, ich weiß es nicht. Es war okay, aber hier ist es ja doch schon deutlich besser. Hier ist angenehm. Hier ist angenehm, ja. Da kannst du dich auch mal locker zwischendurch frisch machen und so. Perfekt. Hier im Blavand und in der Ecke könnt ihr übrigens manchmal hier das Militär sehen, also dicke, fette Panzer, wie die hier üben, also schon krass. Und hier sieht man schön die Panzerspuren. Ich weiß nicht, ob es auf Video so rüberkommt. Und weiter geht's. So, endlich wieder auf der normalen Straße jetzt. Und ich glaube, hier war das sogar. Ey, hier war das. Hier haben wir zum ersten Mal damals die Panzer gesehen. Geradeaus, erinnerst du? Ja, stimmt. Das war krass.
und wir wussten erst gar nicht, was los ist. Abgefahren. Wir haben diesen Waldparkplatz entdeckt und haben uns gedacht, wir machen uns jetzt hier mal was zu essen. Hab hier schon aufgebaut und ich denke, wir werden Nudeln machen. Wir haben Besuch. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich traue mich gar nicht ran. Der guckt schon so. Der möchte von unseren Nudeln was haben. Alter, was ist das? Ich habe ein bisschen Angst. Und wer macht jetzt weg? Ich renn weg, okay? Wer begleitet ihn raus? Er ist ja draußen noch. Oh, krass, oder? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wie ist dein Name? Wie heißt du? Das sieht aber interessant aus, guck mal. Ist das eine Motte vielleicht? Genau, ne? Naja, dann chill mal ein bisschen, Kollege. Wir waren jetzt gerade hier im Waldstück und dachten, da wir in der Nähe sind, fahren wir jetzt mal eben nach Weyers rein. Na, ihr seht schon, hier ist nicht ganz so viel los wie im Blavant irgendwie. Und das Coole ist, man kann hier auch auf den Strand fahren und das machen wir jetzt mal. Wieder weiter. Wir werden auch demnächst Dänemark schon wieder verlassen, denn wir haben nämlich noch einiges vor. Wir sind jetzt an unserem letzten Stop hier in Dänemark angekommen, am Supercharger, da laden wir einmal. Und aktuell hier sind wir bei ungefähr 26 Cent, war das, ne, sagst du? Ja, 26, 27 oder so, ja, irgendwie so. Ja. Also relativ günstig und deswegen laden wir jetzt nochmal ordentlich was rein, weil wir danach auch wieder ein bisschen Strecke machen. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich die Fahrzeit dafür nutzen und die Fotos von gestern und von heute ein bisschen zu sortieren und zu bearbeiten. Denn da brauchen wir ja noch so 2-3 Stück ungefähr für die Kalender. Mal gucken. Vielleicht finde ich auch noch mehr und tausche nochmal welche aus. Und wie gesagt, wenn ihr Bescheid bekommen wollt, sobald die Kalender draußen sind, könnt ihr mal unten in der Beschreibung gucken. Da ist nämlich unser Newsletter verlinkt und wenn ihr euch da eintragt, dann bekommt ihr Bescheid. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr auch wieder zum zweiten Teil hier eingeschaltet habt. Ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf ein paar weitere Teile unserer aktuellen Tour freuen, denn es kommen noch ziemlich viele Orte. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar und abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Im nächsten Video nehmen wir euch natürlich wieder mit, also schaltet wieder ein, wir würden uns freuen. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und bis bald.